Und jetzt das Heute-Journal-Update mit Nazan Göktemir. Guten Abend. Wir beginnen die Sendung mit einer guten, einer hoffnungsvollen Nachricht. In einer halben Stunde sollen die Waffen im Nahen Osten schweigen. Dann tritt die vereinbarte Feuerpause zwischen Israel und der Hamas in Kraft. Nach 11 Tagen schwerer Kämpfe. Offenbar hat der internationale Druck seine Wirkung entfaltet. Gestern hatte US-Präsident Biden Israel zur Deeskalation aufgefordert. Außenminister Maas rief heute bei seiner Reise in Tel Aviv und Ramallah zu einem Ende der Gewalt auf und stellte sich erneut mit aller Deutlichkeit an die Seite Israels. Michael Beverunge berichtet. Die internationalen Forderungen nach einer Feuerpause sind ja in den letzten Tagen gestiegen, von der EU, aber auch aus den USA. Katrin Eigendorf in Washington. US-Präsident Biden hat ja gestern Israel zu einer Deeskalation aufgerufen. Heute war Außenminister Maas in Nahost. Welchen Einfluss hatten diese europäisch-amerikanischen Bemühungen für den Waffenstillstand? Vielen Dank für diese Einschätzungen nach Tel Aviv und Washington. Reisen in der EU wird demnächst leichter. Die EU-Länder und das EU-Parlament haben sich auf ein gemeinsames Zertifikat geeinigt. Bis vor kurzem hakte es noch beim Thema Datenschutz und bei der Frage, wer die Kosten für den PCR-Test zahlen soll. Nun wurde offenbar ein Kompromiss gefunden, mit dem alle Mitgliedstaaten leben können. Das Zertifikat soll ein fälschungssicherer Nachweis sein für negativ Getestete, Geimpfte und Genesene mit einheitlichen Regeln für die EU. Wann genau der EU-Impfpass eingeführt wird, ist noch offen. Spätestens bis Ende Juni zum Auftakt der Sommersaison. Aus Brüssel, Gunnar Krüger. Die EU hat heute außerdem einen weiteren Vertrag mit BioNTech und Pfizer über 1,8 Milliarden Impfdosen unterzeichnet. Die Hälfte davon ist fest bestellt, die andere Hälfte optioniert. In Deutschland sinken im wöchentlichen Vergleich die Corona-Zahlen derweil weiter. Damit beginnt jetzt unser Nachrichtenüberblick. Dieses Selfie hier gehört zu den wohl bekanntesten der Welt, entstanden bei der Oscarverleihung 2014. US-Moderatorin Ellen DeGeneres schart Hollywood-Größen um sich, scheinbar spontan. 2,4 Millionen Mal wird das Bild auf Twitter geteilt. Es gehört zu den meistverbreiteten Bildern aller Zeiten. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass das Selfie kein spontaner Schnappschuss war, sondern ein wohlüberlegter Marketing-Coup für einen bekannten koreanischen Elektronikkonzern. Ja, lasst uns ein Selfie machen. Mit dem globalen Phänomen hat sich das zeitgeschichtliche Forum Leipzig auseinandergesetzt. In der Ausstellung Immer ich, Faszination Selfie. Wegen Corona wurde die Ausstellung zwischenzeitlich geschlossen. Morgen öffnet sie wieder. Was genau ein Selfie ausmacht und wo seine historischen Vorbilder liegen, das sagt uns jetzt Anja Schale. Ja, und ob es morgen das passende Wetter für Selfies im Freien gibt, die Aussichten. Ja, Regen und Sonne, wie die letzten Tage auch. Das war's von uns für heute. Wie jeden Freitag berichten wir morgen von der Corona-PK zur aktuellen Infektionslage mit RKI-Chef Wieler und Gesundheitsminister Spahn. Dabei wird es sicherlich auch um die indische Variante gehen. Kommen Sie gut ins Bett. Gute Nacht.